Ah, und wir sehen alle Spieler vollzählig und direkt auch in die erste Round. Fünfmal Kev dabei, Heroic. Da gehen sie alle in den Connector. King Yui mit viermal Kevlar, Smoke, Doppelflash. Cillian, Briarberg, offensiv. Dann die Granaten auf den B-Spots. Flashes, die aufgehen. Und Kinguin wundert sich. Wo sind denn die ganzen Heroic-Spieler? Briarberg, gepusht hinten, hat sich Tess zur Brust genommen. Da ist ein Woody, ein bisschen Shadow Damage gefangen hat. Ausgleich. Nein, immer noch Vorteil. Jetzt haben wir Headshots von Eastack. Maus im 1 gegen 4. Bombe liegt, können sie einfach defusen. Drei Mann pushen offensiv. Tja, und das war's dann mit der Pistol Round. Stark gespielt, 5 mal den Connector rein. Komplett sneaky beaky. Natürlich ein bisschen gambled, dass es A oder B wird. Aber Glück gehabt. Ja, den richtigen Riecher einfach gehabt. Und die Frage, knüpfen sie dort an, wo sie bei Nuke aufgehört haben, oder sagt sich King Green, okay, die erste Runde haben wir zwar abgegeben, jetzt kaufen wir rein und holen uns aber jetzt die zweite Runde. Also, wir machen es wie auf Nuke, forcen instant nach mit dem Bombplant, AK, Doppel-Galil, Ump, Deagle, aber wir sind entsprechend auch schon 5 Rifles bei Heroic, mit wenig Granaten, dafür 2. Oh, Mörs, mit Pech. Aber erster Vorteil für Kinguin. Und das müssen sie jetzt einfach gut ausspielen. Check hier, ich habe nicht Eastack bekommt beide! Und da war es auch schon wieder der Vorteil. Oh, Minis und Maus! Das ist so bitter! Reese kann traden, aber auch er bekommt ein bisschen was mit, weil oben immer noch Essien und Freiberg stehen. Und dann kommt auch noch Moody aus dem Connector raus. Tess angeschossen, 19 HP und die Force Round scheint vorbei zu sein. Tess versucht sein Möglichstes. Aber hat kein Glück. Tja, und ich glaube, Kinguin. Da ist so ein bisschen dicke Luft jetzt. Direkt die Pause gecallt. Nach der erneuten Force by Round auf der T-Side in der zweiten Runde. Es ist halt nicht aufgegangen. Und das ist halt sehr, sehr hart für Kinguin. Weil Heroic genau da weitermacht, wo sie aufgehört haben. Und zwar einfach durchgehen. Ja, sie haben stark abgeliefert auf Nuke und setzen das gerade einfach weiter oben auf Overpass. Egal welche Gegner, egal welche Map. King Green, natürlich spielt so ein bisschen mit rein, ja. Wieder 5 Rifles in der zweiten Runde bei Heroic. King Green forced wieder mit gerade mal 3 Rifles. Immerhin eine AK, aber die checken halt die Ecken nicht gescheit. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Kommt mir auch so ein bisschen unkonzentriert teilweise vor. Aber vielleicht machen sie ja jetzt was draus. 3 Deagles, 2 P250s. Das kann Schaden verursachen. Und das hat auch Schaden verursacht. 24 HP. Tauschen da die Rifles einmal. Mörz piekt nochmal nach in Richtung Stein. Flashbang kommt. Stein steht hinten. Swatterstein. Granate kann ein bisschen Schaden traden. Aber wenn sie nicht perfekt fliegt. Eastig immer noch 24. Die M4 ist weg. Da kommt die Flash rein, trifft nicht. Die Bombe kommt in Toilets und da steht immer noch Essilien auf Lang. Das ist bitter. Und es langt nicht. Einfach wieder Fels in der Brandung. Alles zerschellt an Essilien. Tja, King Green, jetzt aber. Erste Full Baron. 5 AKs gegen Heroic. Und hier Heroic. Mörz mit der ersten Orb. Ah, wir sehen einen relativ B-lastigen Aufbau. Der Roll in der Mitte mit einem guten Flash. Gegen die AWP gegen E-Stack. Und Mörz. King Green wieder auf dem Vormarsch in Richtung die Granate. Oh, die kommt gut! Minis auf 50. Freiberg, Woody. Jetzt kommen die defensiven Granaten. Molotov, Smoke, Flashes, alles. King Green irgendwie auf. So, die Anschluss. Flash, da trifft auch Freiberg so ein bisschen, der bislang noch unentdeckt war. Vorteil für Kinguin. Eastack schon geschoben. Bombe gelegt. Moody, defensiv im Wasser, bislang nicht bekannt, stellt sich in die Smoke. Eastack, jawohl, der lenkt erfolgreich ab für Moody.
Roll noch im Connector, Taz auf Land, schaut Richtung Barrels, verdreht sich, Moody zum Zweiten und Merce ist da mit der AWP. Und wenn der unten Taz sieht, geduckt hinter Monster, wäre es eine Möglichkeit, aber dann zeigt sich spät, ist bekannt, Moody, Merce und dann auf Kurz Roll, der einfach zu spät von Kurz kommt, offen da steht. Erneut kein Glück für Team King Green in der Round 4-0 Heroic. Und ich habe so ein ganz leichtes Déjà-vu. Ja, es ist halt im Prinzip wie bei Nuke. Die ersten Runden wunderbar gespielt von Heroic. Genauso wie hier. King Green kauft aber trotzdem nach. Gut, sie haben das Geld. Der Bombenplant war da. Also wieder 5 AKs. Ein bisschen weniger Nades diesmal. Wieder auf B-Spot. Oh, der Molotov. Und die Flash Freiberg. Moody. Oh, der Granatenschaden ist schon mal richtig gut. Roll minus 30. Aber sie kommen nicht raus. Sie kommen nicht raus, obwohl die Smokes gar nicht mal schlecht sind. Freiberg hat keine Gap. Kann einfach über die Barrels gucken. Und Taz mit einer wunderschönen Prediction. Pusht weiter Richtung Spot. Moody. Die Flash ist gut. 2 gezogen. Das ist wieder unglücklich für King Green. Und vor allem wieder den Vorteil, den sie sich am Anfang rausgespielt haben. Einfach wieder zerbrochen. Auf den 3-3 runtergespielt. Oh, schöne Flash gehabt. Merz, wunderbar gesehen. Maus war blind. Minis auf Short. Und dann kommt von hinten der Backstep von Eastack. Minis ist bekannt, ist gesehen worden auf Kurz. Und hat keine Chance mehr. Die Dänen räumen auf. Tja, Team King Green. Soma der Baron Richtung B, nicht erfolgreich. Ich glaube, da kann Heroic predikten. Oder vielleicht auch vorhersehen. Okay. Ich glaube, auf B kommen wir nicht mehr so häufig. Wenn wir da so feststehen wie so ein Bollwerk. Oh. Knife-Hit Richtung Rollen. Das ist natürlich nicht die feine Art. Granate gar nicht mal schlecht. Die Eastack nicht ganz. Und die Trade-Nate. War das eine 100er-Nate gegen Rollen? Aua. Nein, Rollen wurde ja vorher geknifed. Und dann die Nate dazu. Die Kombi macht's. Die Mischung macht's, genau. Aber das ist leider schon wieder bitter, weil sie sind wieder im Nachteil. Gerade auch bei einer Runde, wo sie nicht viel reingekauft haben. Scout kann Schaden machen. Das kann wehtun. Aber mit der 5-4 Unterzahl ist oh, weniger stark der Fall. Gesehen von Merz. Blitzschnell reagiert. Kommt eine Flash rein. Maus ließ sich nicht zu pieken. Und klar, sie haben schon den ersten Mann schieben lassen. Na, Cillian rübergeschoben, einfach VB nichts kam. Keine Infos, keine Steps. Jetzt ist die Frage, gehen sie auf A oder gehen sie... Na, sie gehen auf A, so wie es aussieht. Na, langsam. Tolles nach vorne laufen. Eastack, Cillian, Merz. Und die warten drauf auf Infos, die Team abgibt. Wir haben noch 2 Smokes. Und Heroic sehr, sehr schön defensiv. Die AK rein. 20 Sekunden, 1 gegen 5. Maus kann er was versuchen, gerade um eben entsprechend das Geld zu bekommen. Genau, eine Runde. Es wird gedoppelt. Keine Chance. Es sind gerade mal 12 Schaden, die dem Pinguin diese Runde austeilen kann. Das war die Granate am Anfang der Runde. Tja, machst du nichts. Und Kinguin muss jetzt was ändern. Es ist schon wieder ein 6-0. Also es ist schon fast wieder die Halbzeitführung. 2 Runden. Immerhin erster Lichtblick durch die AWP bei Minis, was eine Chance sein kann. Und wir haben ja auch in der letzten Runde gesehen, er kann damit spielen. Wenn man ihn lässt. Ah, Nade rein. Schaden, Merz auf Kurz. Oh, schön geballbankt. Erster guter Schaden von Team King. Von Merz bleibt da offensiv, gibt den Boost für Moody, dass er einen Connector im Blick hat. Die Granate für die Tür, die AWP biegt. Ah, Minis! Hat ein Auge drauf. Das ist der Vorteil für Kinguin. Darauf müssen sie jetzt aufbauen. Die Frage ist, was machen sie jetzt? Na, sie ziehen sich erstmal auf, Connector zurück, genauso wie VB auch. Gruppieren sich wieder Richtung Mitte. Brunnen. Und Heroic bleibt im 3-1-Verbund. Das heißt, nur Eastack auf dem A-Spot. Der auf Lang gegen Taz. Taz muss da aufpassen.
Ah, natürlich, sie checken die Ecke. Es fliegt rum. Erster Sitz. Zweiter. Knapp. 50 Barrys. Sitz für Minis und alle drei schieben sie nach oben auf den A-Spots. Celian. Da hagelt es viele, viele Granaten. Molotov liegt. Freiburg mit einer Flash in der Hand, damit der Celian rausgehen kann. Smog liegt zwar, aber Celian traut sich raus. Flashbang kommt. Flashbang ist gut. Celian zum ersten. Celian nicht zum zweiten. Freiburg geht. Und er macht guten Schaden gegen Reese. Rollen vom Connector. Reese auf Shorts. Bombe ist gelegt und Moody hat noch eine Smog, hat ein Kit. Schnappt sich die AK. Versucht's von der Box aus Richtung lang. Da kommt nichts. Kurz stehen die Toilets. Ah, man defused die Flash raus. Reese nicht blind auf Rollen. Nicht und der Defuse ist durch. Mit 20 HP. Das geht's doch nicht. Kinguin. Es sah nach der ersten Runde aus, aber nichts. Nee. Und vor allem, wie frech einfach. Einfach sich da hinzusetzen und durchzudiffusen. Er hat halt alles riskiert. Und damit wurde er auch bezahlt. Gut, er wurde danach geholt, aber die Runde ging trotzdem an Heroic. Und die Frage ist da, was macht das für eine demoralisierende Wirkung auf Kinguin? Nach einem 0-7-Stand, glaube ich, eine sehr, sehr große. Asilian. Gefeiert worden, aber instant kommt die Antwort von Moody, von Freiburg. Und das ist bitter. Man kann den ersten Schaden aus, dann bekommt er instant für die doppelte Retourkutsche. Pass, Minis, Maus. Alle drei vor B. Ein paar Granaten rein. Granate oben Richtung A-Spot, um so ein bisschen zu faken. Forst aber keinen der B-Spieler runter. Nach oben Richtung A-Spot. Sie kamen über lang. Moody, Freiburg, lang, kurz im Blick. Celian so ein bisschen als Backup. Gibt den ersten Molotov rein. Man schaut Richtung Short. Moody ist da, macht das perfekt. Minis muss traden, kann nicht. Molotov kommt, Flash kommt. Fans von Short gedoppelt. Und bislang noch immer kein einziger Frag für Team Kinguin. Jetzt Minis. Guckt mal hinten, was da schon kommt. Ein E-Stack. Ja, Minis guckt schon nach oben, weil ich mir rechne, dass E-Stack schon so weit vorne steht. Es ist das 8-0 für Heroic. Direkte Halbzeitführung für die Dänen und Team Kinguin callt natürlich jetzt ihr nächstes taktisches Timeout, denn sie brauchen das unbedingt. Ja, und es ist halt schon die dritte. Die dritte Pause, die sie callen. Die zweite, sie haben noch drei übrig. Oh, noch drei, ne? Alles gut. Ich hab gemeint, ich hab drei gezählt. Aber okay, gut. Ich kann mich auch mal irren. Ja, das ist bitter. 8-0 nach 8 gespielten Runden. Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Sie kamen B über lang nicht rauf. Also B funktioniert noch schlechter als A. Weil auf A haben sie immer die Bombe gelegt. Nur dann eben im Afterplan das Ganze eine Überzahl noch verdattelt. Sie scheint das auch so ein bisschen begriffen zu haben. Geht über den Connector, über die Mitte, wieder Mitte, Offensivgranaten. Das ist nicht ganz so gut. Für den Connector mit dem ersten Molotov stellt sich defensiv in die Ecke rein. Auf die Palette. Sehr, sehr untypische Position. Vor allem halt auch sehr offen. E-Stack. Was? Lang. Wir haben einen Connector. Kurz, relativ offen gelassen. Kinguin tastet sich erst ganz langsam ran. Artes traut sich. Nein, bricht. Basilium Connector. Oh, und sehen wir jetzt den Vorteil für Heroics. Instant zurück. Ja, wichtig, dass man da keinen Trade riskiert. Dafür geht's lang auf. E-Stack. Mit der ersten Timing kann er direkt zwei, drei Mann auf kurz rausnehmen. Flash hoch. Mertz holt ein paar Sekunden raus. Basilium. Das verschafft ihm Zeit.
Der guckt jetzt Richtung Short On Spot. Immer noch Mörd Cecilie. Peace Tag. Jawohl, Spider sitzt. Maus auf die Minis mit der Orbs in den Toilets. Bombe ist down. Keine Chance. Da kann Maus auf B so viele Infos haben, wie er möchte. Die Bombe nicht. Und die Zeit ist vorbei. 18 Sekunden. Das reicht niemals. Neunte Runde für Heroic. Kinguin wird vorgeführt. Und das ist einer, das finde ich stark von den Dänen. Ah, natürlich. Schade. Da kann Maus zwar nochmal einen Kill holen, aber das bringt auch nicht wirklich was. Tja, das Geld bei Kinguin ist halt auch nicht mehr wirklich vorhanden. Also sie bekommen ihren maximalen User-Bonus, aber... wird auch reingeforst. Ein paar Pistols, Kevlar. Bisschen Minimal-Investment. Ich Mausdeckel, speichert ein AK in der Hand. Bitte. Offensiv-Flash, Mars ist blind. Connector nicht offensiv gehalten. Da kommt jetzt E-Stack, Speed und auf B geht wieder über kurz und lang. Der Molotov liegt. Die kommen einfach nicht durch. Und E-Stack muss aufpassen. Die AK abgegeben. Reese durch die Wand gebankt. Und E-Stack läuft in die rein, was den ersten Trade verspricht. Zumindest ein kleiner Ausgleich. Man kann sich dadurch halt die M4 sichern. Wir haben jetzt zwei Rifles. Was eine Chance ist. Mit einer Smoke, einer Flash. Richtigen Timing kann das richtig, richtig böse werden. Er trifft den Shot gegen Roland durch die Wand durch. Flashbang trifft ihn nicht. Der Cillian Shot Richtung Short, Richtung Toilets. Die Zeit. Immer weiter ticken. Reese, Pass, kommt wieder in die Mitte. Heroic mit einem 2-2 Setup. Moody, Freiberg auf B. Mertz, Cecilian auf A. Jetzt die Smokes erst raus. Jetzt erst die Defensivgranaten. Liegt kurz und bekommt noch die Chance davon zu kommen. Und dann kommt Mertz vor allein und Kinguin wird komplett destroyed. Links, rechts, überall stehen sie. Mertz bekommt die Flash, kann instant traden, das gibt's doch nicht. Also Heroic. Perfekt. Wirklich. Perfekt. Da ist die Frage, was macht Kinguin? Träumen sie? Die können nichts tun aktuell, weil Heroic keine Fehler macht. Gar nichts, wirklich. Die bekommen den Entry, ziehen sich instant zurück. Die pieken Mitte, bekommen den Entry, instant zurück. Man kann Kinguin nichts tun. Schnell B geht nicht, weil sie einen guten Defense haben. Schnell A geht nicht, weil sie da auch eine gute Defense haben mit Mertz und Cecilian. Kannst du nichts tun. Jetzt wird ganz ein bisschen auf den Sieger gehalten. Überlang. Toilets. Mertz. War nur ganz kurz blind. Er piekt nach und bekommt noch einen. Am dritten ist Schluss. Aber der war East Tech in der Mitte aufgeräumt. Rollen raus. Maus. Minis. Im Zwogen. Immer noch East Tech. Und er ist einfach so frech. Und piekt noch, obwohl er weiß, dass ein AWP steht. Ja gut, aber... sie wissen, sie sind besser gerade. Warum sollen sie es dann nicht tun? Ja, klar. Sie wissen einfach, dass sie gerade einen extrem starken Lauf haben, den Kinguin einfach nicht aufhalten kann. Und sie versuchen es mit Doppel-AWP, klar, warum auch nicht. Oh, Truck gespottet, aber da lässt sich Moody nicht auf ein Duell ein. Fryback bleibt auf B kurz, hört also Connector und sieht eben lang. Somit wissen wir, Cillian und Moody, okay, es geht auf den A-Spot. Irgendwie AWP und die AK, die Flash kann er instant dodgen und bekommt einfach beide. Also es ist so schön, wie es traurig ist. Es ist komplett getwistet. Heroic spielt göttliches CS gegen Kinguin. Kinguin rafft nichts, weil sie nichts machen können. Und das ist sehr, sehr schade für Kinguin. Ist es, weil die... ansonsten eigentlich auch extrem starkes CS-Spiel, extrem schönes CS-Spiel. Aber halt nicht gerade gegen Heroic. Mitte blind. Mertz auf lang zurück. Diesmal
Pistols, Kevlar. Oh, sie gehen auf den Fake. Die versuchen es in Richtung Mitte. Kommen erst Angie und Mertz ins Instadarm zu antworten. Und sie schieben nach oben. Oh, sie gehen auf die Complete Rotation und Maus ist alleine auf B. Und wenn sie das schnell wissen, wenn sie hier schnell wissen, hey, es sind alle auf dem, A-Spot. Sie bekommen die Überzahl. Jetzt bekommen ein paar Prediction-Shots in Assyrien. Der Bomb hat auf B. Jetzt und die zurück. Rotation ist auch schon wieder bei King Green da. Sie gehen alle nach unten. Aber Heroics lässt sich da auch nicht vorführen. Die gehen jetzt auch runter. Und jetzt wird es spannend. Wie spielt King Green das aus, um das 11:1 zu holen? Der Molotov in Richtung 10. Also bei diesem Schaden gegen Isilien macht er trotzdem noch einen nehmen kann. Frivik ist da, um zu traden. Moody brennt an beide runter auf 60. Hinten beide am Monster. Die Small für die Bombe. Hinten die Füße gesehen von Taz. Und sind beide bekannt. Freiberg angeschossen, kommt von der Seite und dann ist es endlich Minis. Aber auch ein sehr, sehr knappes Ding mit 19 HP. Das hätte auch nach hinten gehen können. Es war zum ersten Mal, dass sie einen Fake spielen und Heroic hat 10 Runden lang eigentlich bekommen, hey, wir spielen keine Fakes, wir gehen immer dahin, wo wir uns zeigen. Und jetzt einmal gepasst, funktioniert. Mal gucken, ob man dann jetzt vielleicht so ein bisschen einen Plot-Twist macht. Wenn wir auf ein Doppelfake gehen. Wieder schnell Richtung B. Oh, Moody veraimt. Oh, Freiberg ist raus. Eastek im Connector. 3 gegen 3. Merz angeschossen. Eastek angeschossen. Es geht nach Rodeim. Und da geht die MP nicht auf. Leichter Vorteil halt auch jetzt gerade für Pinguin. Alle angeschossen. Aber sie können das fein rausspielen. Oh, Minis geht offensiv. Beide treffen es schon nicht. No-Scope sitzt. Oh, und vielleicht kriegt da noch einer. Maus hat Glück, dass er da durch die Wand prefiren möchte. Und das ist der erste Waffensafe für Heroic. Kinguin mit einer zweiten Runde. Ist Kinguin jetzt aufgewacht? Schließen sie weiter an. Sie müssen ja, wenn sie weiterkommen wollen. Sagen wir es mal so. Heroic hat 3,5, 2000, 5,4, 3,5, 3,9. Man kann noch 2, 3 Waffen nachkaufen. Und ich glaube, dass Heroic auf jeden Fall tun wird. Ja, wir sehen Waffe gedroppt, nachgekauft. Und Moody schnappt sich über die AWP. Sie haben 11 Runden. Sie können komplett risky spielen. King Green. Schaffen Sie es noch eine andere? Flash kommt bitte sehr spät. Da hat man Glück. Mini ist da unbeschadet durch den Spray durchzukommen. Da ist offen gepiekt. E-Stack. Noch Klaus. Hat Cillian dabei. Rawlin muss Toilets checken. Stack ist schneller. Minis. Scope drin. Der Rest wartet immer noch vom B-Spot. Währenddessen da auch schon Freiberg geschoben. Es ist nur Moody mit der Orb auf dem B-Spot. Und das kann jetzt für Heroic echt fatal werden. Diese schnelle Rotation. Ja, Moody merkt später, dass das lang was durchkommt. Aber in Scope schießt er zwischen die Gegner. Und das ist eine Einmann-Überzahl für Team King Green. 60 Sekunden auf der Uhrbombe. Sonspot zieht die Gemonit. So viele Granaten hat Heroic auch nicht mehr. Doppelflash, Molotov, eben kein Geld mehr auf der Bank. Und das geht man eben sichern für die 15. Runde, letzte Runde der ersten Halbzeit. Na, und das bedeutet die dritte Runde in Folge für Team Kingu. Und das ist wichtig für sie. Weil jede Runde, die sie jetzt noch mitnehmen können, haben sie in der nächsten Halbzeit. Ja, und wenn sie dann die Pistole holen, echt ein bisschen Confidence sich schnappen. Wenn sie jetzt wirklich noch die letzten beiden Runden am Stück holen, sind das 4 Runden am Stück. Heroic wird entsprechend so ein bisschen unsicher. Okay, wir hatten einen guten Lauf, jetzt nicht mehr. Und das hat Kinguin einfach jetzt die ganze Zeit gefehlt. So dieses... Wir können das auch. Wir spielen gutes CS. Also warum hier auch nicht mal ein paar Runden holen? Letzte Runde in der ersten Hälfte. Heroic. Zwei Waffensaves.
Doppel-M4, AK, MP9, Eagle. Da hängen 4 Kits, viele Granaten. Eigentlich der Nachteil halt jetzt. Allein von den Käufen für Heroic. Aber wir haben auch gesehen, in der Pistol Eco Round kann Heroic glänzen. Ryback, Moody, kurz offensiv. East Tech geboostet, zieht den Kopf von Roll in Speed. Vorteil King Blue. Oh, Mertz ist bekannt. Könnte die M4 erstmal recovern. Jordan blind, da kam eine richtig starke Support vielleicht von der Cillian mit rein. Trotzdem geht's auf die Ryback, offen erwischt. Insta der Trade von Maus. Das ist ein 3 gegen 3! Das ist die Überzahl für Heroic. Moody von hinten. Maus gegen Moody, Mertz, Cillian. Moody ist schon durch und wartet noch auf Mertz von kurz. Schaut mal Richtung Spot, Richtung Ward. Aber Maus hat eine gute Position im CT. Die Bombe liegt offensiv. Gehen das ganz langsam an. Damit abgeaimt. Diffused in der Smoke ohne Kit. Mertz muss helfen. Maus! Und wir gehen mit 12 zu 3 in die Halbzeit. Starke Leistung. Einfach nur ganz, ganz starke Leistung von Heroic. Und bitter für Kinguin. Ja. Also gerade diese ersten 11 Runden am Stück haben ihn extrem das Genick gebrochen. Bis es dann endlich mit dem ersten Fake funktioniert hat. Weil einfach Heroic schnell geschoben ist. Und vor allem, dann haben sie ja etwas Fahrt aufgenommen. Bombe ist hochgegangen. So, und dann hatten sie nochmal einen, wo 4 Leute durchgekommen sind. Wo auch vom Geld her genug da war, dass jeder sich nochmal komplett ausrüsten konnte. Da war ja der Nachteil dann bei Heroics in der 15. Runde. Und trotzdem haben die Jungs das solide runtergespielt. Sie sind einfach hergegangen, ruhig, haben gewartet, zusammen im Team, sind draufgegangen. Ja. Da, jetzt kommt's drauf an. Auf die zweite Pistol Round. Schafft es Team Kinguin, diesen kleinen Momentum am Ende der ersten Hälfte noch ein bisschen was anzuknüpfen? Oder aber sind das Heroic, die jetzt hier einfach sich den Sieg schnappen? Firma Kevlar, Smoke, Flash, Eco 50 bei Cillian. Firma Kevlar, Kit und Smoke bei Taz. Mitte, Rawlet, kurz reingeschaut, zweimal gesehen. Gibt direkt die erste Rotation von Minis zurück. Kein schneller B-Go. Roll hofft auf Infos. Oh, Minis steht schon da. Nochmal tolles zurück, teilen sich ein bisschen auf. Bombe kurz gespottet. Sie gehen in den Connector. Was haben sie schön gemacht? Sie zwingen damit Kinguin zum Verschieben. Die haben jetzt 4 Mann auf A stehen und Maus hört extrem viele Steps auf B. Und da kommen sie einfach durch, kurz. Die Flash ist brillant. Bombe ist on spot. Unten kommen sie close in CT. Mertz mit einem richtig schönen Entry. Reese, Rollin, unten CT, Heaven close. Und da wird abgeaimt. E-Stack ist da, Mertz ist da. Sie doppeln das und er bekommt einfach keinen hin. Auch Reese bislang. Doch kein einziger Frag für Kinguin. Jetzt erst einer, aber instant der Track von Cillian und der Hagels Headshots für Heroic. Und das ist bitter. 13. Runde für Heroic. 3 Runden nur für Kinguin. Und sie bleiben diesmal in der Pistol Eco. Doppel P250 in Taser für Ronan. Da will er auch auf B einsetzen. Das ist der 5-Mann B-Stack in der Pistol Eco. Sie scheinen Erfolg zu haben, denn aktuell zieht es die Dänen noch auf den B-Spot. Ja, sie boosten, springen mal, Minis, paar Infos. Versucht's nochmal. Da kommen sie über kurz durch. Moody! Oh, da haben wir mal gerade noch so rumgezogen. Eastech mit 3, Eastech will den 4. haben, Fryback schafft's nicht ganz. Man zieht sich erstmal zurück, will kurz durch, die Waffe nicht verlieren. Minis mit 11 HP. Und chancenlos. Letzte Chance für King Green. Die erste Ballround, die alles entscheidet. Wir haben nochmal M4s, eine AUG.
Und eine Farmer Salminis mit vielen Granaten. Kein Kit. Und immer noch eine Ump bei Silien, Galil bei Eastec. Und da geht's Richtung B und Richtung Mitte. Erstmal aufgeteilt. Mitte kurz rein aim, dadurch schon Richtung Connector, dafür pusht man offensiv in Richtung Playground. Oh, hat Kurtz mitbekommen und Jordan ist raus. Ja, und das ist der erste Vorteil für Kinguin und der zweite gleich hinterher. Oh, gibt Granaten Richtung CT-Spawn. Tess schiebt nach oben, währenddessen Maus und Reese auf B bleiben. Und Heroic verschiebt Toilets. Schnell rauf auf den Spot. Tess mit der Aug. Der kann das. Holt sich einen. Den zweiten nicht. Wird geslowt, aber Reese ist da. Eine hohe Flashdichte im Spot. Reese blind. Und er verbrennt. Und hinter ihm ist sie auf dem Spot. Cecilien. Und alles liegt an Maus. 1 gegen 3. Keine Granaten. Kein Kit. Die Bombe. Ah, die sind sich nicht sicher. Sie schieben nochmal. Und das ist die Maus. 40 Sekunden, Heaven gesmoked. Moody unten, Klaus im CT, ist Silien im Wasser. Und er kann nirgendwo raus, ohne dass wir ihn mitbekommen. Moody hinter der Ecke, steht an der Wand. Maus zum ersten, Wasser, Spox jetzt einfach doppelt piekende Flash reinwerfen. Eastec, haltet auf Infos, ist Silien, bis er close steht. Guckt nach links, perfekt, und der Headshot sitzt. Das ist die sichere Overtime für Heroic. Kinguin mit 2.000 bis 3.000 Dollar auf der Bank. Reicht gerade mal für eine Farmers, eine Ump, 3 Pistols. Ja, da heißt es für Kinguin jetzt so viel reinkaufen wie möglich, um zu verhindern, dass da eine 16 zu 3 steht. Equipment-mäßig ist das nicht ganz gut. Also die pushen offensiv. Pass. Und das wird gleich bestraft. Rawl im Connector, auf kurz ebenfalls und etwas offensiver. Cecilien weiß das, hört die Steps. Die Tür geht auf! Oh, Freiburg mit dem Doppelkill. Jordan versucht vergeblich zu traden und es ist Minis in einem 1 gegen 4. Kevlar, 5-7 und eine Flash und im Connector steht immer noch Merz, der langsam mal den Flick kurz findet. Minis schnappt sich eine M4. Auf lang gehen sie durch. Den zweiten könnte noch mal knapp werden eventuell. Kurz abgesmoked, Minis. Ah, durch die Smoke, durch Moody, perfekt gespottet. Und das war's dann. Good game, well played. Team King unterliegt mit 0 zu 2. Heroic.